Einen schönen guten Tag, liebe Freunde. Es ist soweit. Heute ist der letzte Part von Super Mario 64. Wir bestreiten das Finale im höchsten Turm des höchsten Schlosses. Nein, oder keine Ahnung, wie man das so sagt. Ich weiß, rechts oben ist noch nicht die komplette 120-Zahl, aber ich habe mir gedacht, und hier die unendliche Treppe des Grauens, die es in Luigi's Mansion auch gibt. Ich habe mir gedacht, ich werde jetzt erstmal das Finale machen und danach die 120 Münzen einsammeln, weil das ist einfach nur richtig krank, was ich da alles machen muss, und das regt mich so richtig auf. Und deshalb brauche ich jetzt erstmal ein bisschen Action. Habe ich mir jetzt so... Moment. Moment, die Kiste brauche ich doch direkt für die erste Star... Ja, genau. Brauche ich für die erste Red Coin. Stimmt. Und ich habe jetzt richtig Lust, dem Bowser noch eine reinzuhauen in seine Fresse. Ah ja, und das war schon mal richtig fail, aber dank der Kamera habe ich nichts mehr gesehen. Danke, liebe Kamera. Da habe ich dich noch, da habe ich dir noch gesagt, das ist nicht schlimm. Also es ist, auch wenn du da bist, ist das nicht tragisch, aber das fand ich jetzt schon etwas nicht nett, um es mal vorsichtig auszudrücken. Dann machen wir es eben von der Seite. Auch kein Problem mit. So. Gut. So, wie war das denn nochmal? Ich glaube, es war etwas schwierig, aber auch nicht zu schwierig. Und das war knapp. So, hier können wir hochrennen. Irgendwie ganz merkwürdig. Also, ich glaube, das war wohl auch ein Ideengeber für Super Mario Galaxy oder so. Okay. Ganz merkwürdig kann Mario hier an den Wänden hochlaufen. Sehr strange, aber gut. So, dann geht's hier lang. Und da haben wir direkt die zweite. Aber erst möchte ich nochmal gucken, was da ist. Wenn ich es machen darf. Ach so, nur ein One-Up. Okay, brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Ach, wie süß. Ja, das zum Thema süß. Warum ich sie unbedingt killen will? Keine Ahnung. So, war hier unten eine Starcoin. Ja, hier unten Starcoin. Jetzt fange ich schon wieder damit an. Das sind Red Coins, verdammt. Keine Starcoins. Starcoins gibt es nur in New Super Mario Bros. So, da war die Nummer 3. Sonst war hier, glaube ich, nichts mehr, ne? Mal kurz gucken hier unten. Nee, gut. Hier werde ich auch keine Safe State setzen. Das habe ich ja nur im letzten Part halt gemacht. Also für mich in dem Part, in der jetzt kommen wird. Oder den ich dazwischen aufnehme, besser gesagt. Aber in dem Part, den ihr gestern oder zuvor, besser gesagt, gesehen habt, gibt's da Safe States, die ich da nutze, aber hier nutze ich sie nicht. So, ich meine, hier könnte man auch sich ganz irgendwie noch da hoch cheaten oder so. Das ist zwar möglich, aber mache ich nicht. Mach den schönen Weg. Was bist du, wenn ich fragen darf? Du kannst mal schön hier runterkommen, damit ich dich schön ownen kann. Sehr schön. Coins sind mir jetzt egal. Du bist mir nicht egal, verdammt. Ah, super. Oh, ich lebe noch. Cool. Hätte ich jetzt nicht mehr gedacht, dass ich da unten lande. Gut, ja. Ist nichts passiert. Nichts passiert, nichts passiert. Gut, dürfen wir das nochmal machen, aber gut. Ich hätte jetzt nicht mehr gedacht, dass ich noch lebe. Und das war einfach nur krank. Das war einfach nur krank und das ist echt noch bewundernswert, wie ich das noch überleben konnte. Wie gesagt, ich weiß immer noch nicht, wie er da die Wand hochlaufen kann. So, hier lang geht's weiter. So, und schon sind wir wieder da. Jetzt aber bitte ein bisschen mehr Konzentration. Konzentration, das ist wichtig. Das brauchen wir im finalen Level. Und gegen Bowser. Da kommt man nicht hoch. Muss ich erst hier hoch. Ja, klar. Klar, natürlich. Ich bin da noch nicht mal oben. Na klar, natürlich. So dumm, ey. Natürlich werde ich da getroffen. Auch wenn ich mich da gerade noch festhalte. Natürlich. Pff. Dumm. Und wieder alle Red Coins sammeln. Das wird auch ein Spaß.
wird auch so ein Spaß. Das mache ich aber nur ein, zwei Mal wahrscheinlich, weil ihr habt auch keine Lust, wenn ich da ständig wieder hier runter runterfalle und das ständig da erneut hochlaufe, weil irgendwann ist es auch gut. Ich weiß, Fails sind lustig, aber mit der Zeit werden sie langweilig. Wobei das sich schon wie ein roter Faden bei mir immer durchzieht, dass ich in den letzten Leveln immer den Drang verspüre zu failen. Hat man ja im Uhrenturm gesehen. Und dieser Sache mit den Red Coins. Beim Regenbogen Special Level. Aber gut. Für One-Offs brauche ich mir, denke ich mal, keine Sorgen zu haben. 13 Stück habe ich noch. Und das sollte reichen. So, jetzt hier vorsichtig wieder runter. Ja, klar, Mario. Klar. Klar, du bist einfach ein Idiot. Hat dir das schon einer mal gesagt? Anstatt, dass ich den Stick nur ganz leicht antippe, geht er denn direkt erstmal 3 Meter. Hier, das habe ich gerade gemacht. Ein Schritt. Aber nein, er geht dann direkt 3 Meter. Klar. Klar. Klar, natürlich, Mario. So denke ich mir das auch immer. Ich gehe auch lieber 3 Schritte. Wow, und das war mal wieder richtig knapp. Kamera hat mal wieder richtig ihren Dienst dazu beigetragen. So, jetzt hoffe ich aber, dass es das letzte Mal ist, dass ich hier nicht hochgehen darf. Meine Güte. Was kill ich die? Was kill ich die einfach? Die sind doch unnötig. Hier sind doch kleine Fische, die mich nur aufhalten wollen. Und nur nerven wollen. Deshalb einfach in Ruhe lassen. Einfach alles in Ruhe lassen. Einfach nur auf die Red Coins konzentrieren. Und unbeschadet zum Ziel. Das ist das Wichtigste. Was anderes brauchen wir doch gar nicht. Was anderes brauchen wir gar nicht hier. So. So. So sieht das doch schon viel besser aus, Mario. So habe ich das gern. Und so haben das auch die Zuschauer wahrscheinlich etwas lieber. Wow. So. Jetzt wieder das Spielchen hier. Das war knapp. So, wieder der Wump. Der mich da einschließen will, was er aber nicht schafft. So, und jetzt sind wir wieder hier an dieser Stelle. Mach dein Feuer. Das habe ich auch dazu gelernt. So. Einfach nur machen lassen. Wow. Haha, nein. Du schubst mich nicht runter. Sondern ich dich. Idiot. Haha. So macht man das nämlich. So, wir kommen hier auch nochmal eine kleine Rückblende auf das erste Level hier. Mit dieser Aktion hier. Wir müssen uns beeilen natürlich, Mario. Wir müssen uns beeilen. Oh, gut. So, hier kann er natürlich auch wieder hier hochlaufen, ist klar. Ich frage mal nicht nach, wie das funktionieren soll. Aber hier sollten wir erstmal warten. Vom Feuer getroffen zu werden, ist nicht nett. Oh, jetzt wollen sie es aber wissen hier. Na gut. Wer möchte es dann nicht wissen, wenn es im finalen Level geht? Zum Glück kann man hier auch stehen. Halbwegs zumindest. Was kam denn jetzt für ein kranker Mist? Ach du meine Güte, noch was in Richtung Regenbogenboulevard. Das kann ich eigentlich nicht gebrauchen. Kann ich gar nicht gebrauchen. Ach ja, ne klar. Die Starcoin ist ja mal gar nicht lustig. Aber irgendwie mache ich das ziemlich gut. Ohne mich jetzt über den Finger loben zu wollen. Finde ich nicht das richtig gut und ich sehe nichts mehr. Oh. Einfach erstmal im Kreis rennen. So, und dann dahin. Puh. Puh. So. Kurz durchatmen. Wie viele Coins haben wir? 6. Okay, noch 2. Sieht aus, als hätten wir alle. Ich wüsste jetzt nicht, ob wir irgendeine verpasst hätten. Sieht die nächste danach aus. So, die Goombas dürfen sich erstmal verziehen. Die stören mich hier nämlich. Die sind mir im Weg. Ja, okay.
Finde ich immer geil, wenn er nicht seinen Hechtsprung macht. Zum Glück hat das diesmal nicht, war das diesmal nicht so, also diesmal nicht so geschädigt. So, jetzt warten wir erstmal ein bisschen. So. Sehr schön. Ja, erstmal drehen. Nochmal passend warten, bis das Ding wieder kommt. Sehr schön. Ja, klar. Klar. Was rutscht dir denn da auch so blöd ab? Ich dachte, dein sehr intelligenter Bruder rutscht nur so ab. Aber nein, Mario kann das auch. Ich will hier nicht so lang sitzen. Aber Mario verbietet mir es anscheinend. Naja, wir haben ja noch Zeit. Ich dachte, wir wären schon viel, hätten schon viel mehr in diesem Video. Aber gut, das liegt wahrscheinlich daran, dass ich mitten bei diesen 100 Coins bin und das einfach nur richtig nervt. So. Lass mich in Ruhe. So. Zum Glück müssen wir jetzt hier nicht die Red Coin einsammeln. Das haut ja mal richtig rein, wenn die da oben ist. Einfach schön klettern. Mit dem Ding fahren. Ja, halte ich doch nicht fest. Oh. Also, ich verstehe den auch nicht. Mal hält er sich gar nicht fest und dann wieder in den unnötigsten Momenten. Ist echt komisch mit Mario. Echt komisch manchmal. Ja, wird Zeit. Bin ich froh, wenn das langsam vorbei ist. Wobei, das muss ich eigentlich bei Smaragd eher sein. Aber gut, das ist jetzt auch bald beendet. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Lakitu, du bist echt dumm manchmal. Na, erstmal wieder warten, bis das da wieder rauskommt. So. So. Geht doch. Was ist denn daran bitte so schwer? Ich weiß echt nicht, was Mario manchmal hat. Okay, was kam jetzt wieder? Was kam jetzt wieder für irgendwelche kranke Scheiße? ich glaube hier, ne? Ja. Oh, ich glaube, wir sind gleich durch. Tatsächlich, wir sind gleich durch. Aber Moment mal. Also, ich habe 7, okay. Ich hatte mich jetzt schon verwundert, weil hier gibt es die letzte. Oh, starker Wind. Schwierig. So, denn unterhalb dieser Treppe ist da mal einfach so die letzte Red Coin. So, und eigentlich hatte ich gerechnet, dass das unser 120. Stern ist. Aber leider ist das nur unser 113. Die restlichen 7 werdet ihr schon gesehen haben. Aber ich habe sie noch nicht gesehen. Die werde ich nämlich jetzt gleich erst holen, wenn ich Bowser erledigt habe. So, los geht's. 113 Coins. Stars, nicht Coins. Gut, jetzt geht's los. Es gibt kein Zurück mehr. Bowser, jetzt bist du dran. Oh, und das war ein Fight. Vor allem die Musik. Mario, wie schön, dich zu sehen. Ich dachte gerade an eine Grillparty. Schon bist du da. Jetzt brauche ich mir wenigstens keine Gedanken zu machen, was ich grille. Nämlich dich. Dann gehört die Prinzessin endgültig mir und ich bin auf ewig der Herrscher des Schlosses. Wohaha. Okay, er scheint sich sehr siegessicher zu sein. Aber ob er das wirklich ist, das ist er nicht. Oder wird er nicht sein. Wir besiegen ihn auf die altbewährte Taktik. Einfach wieder schön. Wow. Das ist gefährlich, das ganze Feuer hier. Oh, ja, klar. Und dann kommt natürlich da so einer. Dieses blaue Drecksfeuer. Stimmt, das wusste ich nicht mehr. Ich muss mich das schon beeilen. So, jetzt konnte er nicht mehr sein Feuer speien. Okay. Erstmal gucken hier. Erstmal gucken hier, wo... Da, genau. Den hole ich mir. Auf jeden Fall ist die Musik richtig episch, finde ich. So, schön im Kreise drehen, im Kreise drehen. Wung! Und das war falsch. Schade, schade. Also auf ein neues. Fiese auch, ihr seht's. Ja, klar, das ist jetzt auch fies. Die Kamera war blöd und das konnte ich nicht sehen. Ja. Klar. Und jetzt laggt's auch noch, was ich nicht mag. Moment mal, macht er wieder das mit dem... Ja, macht er wieder, okay.
Weil da kommt ja wieder das blöde blaue Feuer raus. Ne, kommt nicht, okay. So, nein. Ach, fick dich doch, ey. Nein, wollte ich jetzt, meine ich natürlich nicht so, aber... Oh, Feuer, Feuer. Regen. Wahnsinniger. Bleib mir vom Leib. Aber es ist gut, wenn du so nah bist. Ist echt gut, wenn du da in der Nähe bist von so einem Ding. Dann geht das für mich leichter. So, nochmal die Kamera drehen. Sehr schön. Jetzt habe ich die beste Sicht. Also der erste Kill hat Bowser jetzt. Ja, und wenn ihr denkt, das war's jetzt... Nein! Es gibt 3 Leben hat er hier. Aber gut. Die werden wir ihm schon noch rein... Werden wir ihm schon noch beibringen, diese 3 Kills. Das war auf jeden Fall geil, dass ich ihn direkt wieder erwischt habe. Also schön... Schön weit drehen, dass er einen schönen Paradeflug erleben darf. Schön drehen und kreiseln. Und bam! Volltreffer! Wam! Der hat gesessen. Und ich finde es so geil, was Mario immer sagt, wenn er ihn wegschmeißt. Oh, jetzt geht er richtig ab. Jetzt geht er richtig ab. Jetzt macht er das ganze Feld nochmal ein bisschen kleiner. Oh, und nicht ins Feuer reinrennen, Mario. Das wäre nicht gut. Jetzt wird es nochmal um einiges schwieriger, ihn zu treffen. Ich muss mal gucken, was die Kamera so sagt. Da. Okay. Wenn wir genauso so einen schönen Flug, so einen schönen Wurf landen, dann, denke ich mal, könnten wir ihn jetzt besiegen. Oder zumindest ihn nochmal treffen. Aber besiegt ist, das lasse ich nochmal dahingestellt. Ja, das war Mist. Das war nicht so gut. Aber ich kriege ihn nicht nochmal. Jetzt muss ich aber aufpassen. Meine Leben sind auch nicht mehr so die größten. Ja, speil auch dein blödes Drecksfeuer. Ha, hab ich dich. So, nochmal Kamera drehen. Sehr schön. So. In einer Bahn ist es jetzt ungefähr. Und wieder drehen. Drehen und drehen und drehen. Bam. Und wieder daneben. Ich hätte vielleicht sogar das andere eher getroffen. Jetzt muss ich aber aufpassen. Kamera wieder da oben hin, damit ich das sehen kann. Wow. Diesmal konnte ich den Dingern ausweichen. Diesen dämlichen Schockwellen. Gibst du mir Coins? Das fände ich nett von dir, Bowser. Das fände ich echt nett, wenn du mir erstmal ein paar Coins gibst. Nö. Tja. Als ob er mir Coins geben würde. Als ob da Coins drin wären, in den Flammen. Wow. So, und wieder hätte ich dich. So, wo ist der nächste? Da ist der nächste Stachelball. Okay. Okay. So, jetzt aber Bowser hier. Jetzt bist du dran. Das schwöre ich dir, mein Freund. Bam, Volltreffer. Bam. Tschüss, mein Freund. Tschüss. Oh, du hast gewonnen. Ich wollte mit meinen Truppen dieses Schloss erobern, doch du hast meine Pläne vereitelt. Der Frieden geht zurück an den Welten. Der Wandgemälde, leider. Jetzt bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als mein Ende abzuwarten. Und er wird zu einem Stern. Transformiert sich zu einem Stern. Oh yeah. So, das war's. Es ist vollbracht. Bowser ist besiegt. Aber mein Zutun endet leider noch nicht. Habe ich ja jetzt gerade eben erwähnt. Naja, was soll's. Auf jeden Fall hat Bowser das verdient, was er bekommt. Oder hat das bekommen, was er verdient hat, besser gesagt. Und wieder ganz unten... den Boden der Tatsachen. Und Peach kehrt zurück. Jetzt kann Mario sich ja richtig freuen. Was sie für einen komischen Mund hier noch hatte. Naja, gut. Wo
auf einmal die Toads herkommen, weiß ich auch nicht. Naja. Ist doch schön, wenn man das alles jetzt absolviert hat. Na, dreimal dürft ihr raten, was Mario jetzt bekommt als Belohnung. Boah, sogar noch Sprachausgabe, das waren noch Zeiten. Naja, gut, ab und zu gibt es auch noch Sprachausgabe. Oh, ein Kuss auf die Nase, das gibt's nicht. Der Wahnsinn. Ja, da freut man sich echt. Oh Gott. Naja, jetzt kommt eher seine Belohnung mit dem Kuchen. Okay. Worauf wartet er da? Wer weiß. Ach ja. Ah ja, jetzt kann ich erstmal mich wieder zurechtlegen. Jetzt ist die Action vorüber. Naja, wohl aber nicht so richtig, weil ich muss es ja noch zu Ende machen. Aber ja, was soll man dazu sagen? Es ist ein Spiel, was man einfach nur als Legende bezeichnen kann. Es hat eine ganze Generation geprägt auf dem Nintendo 64. Es ist eines der besten Jump'n'Run-Spiele, die es gibt, wenn nicht vielleicht sogar das Jump'n'Run schlechthin. Wer das nicht gespielt hat, dem kann ich nicht helfen. Der, ja, der hat echt was verpasst. Das kann man nur so sagen. Das muss unbedingt ja nachgeholt werden. Wenn es auch das Remake auf dem DS ist, was ich auch irgendwann mal let's playen werde, wenn es irgendwann mal klappt. Das kann ich nur sagen. Es ist einfach nur empfehlenswert. Es ist... Da steckt von der ersten bis zur letzten Minute an richtig gute Arbeit drin. Die Welten haben alle ihre eigenen Ideen, haben alle... Ja gut, das wäre auch komisch, wenn sie nicht so hätten, aber... Haben all ihren eigenen Charme, haben alle was, wenn ich ehrlich bin, irgendwas Geiles, auch wenn die letzten Welten halt ein bisschen... sind. Ja, und das ist die Welt, wo ich gerade noch dranhänge, diese lustigen Red Coins, 100 Yellow Coins einzusammeln, aber das wird auch schon... Also wie gesagt, es ist einfach ein schönes Spiel. Ich kann es jedem nur empfehlen. Wer es nicht gespielt hat, was wie gesagt echt traurig ist, der muss es unbedingt nachholen. Sei es wie gesagt über das Remake oder halt über eine Virtual Console Version auf der Wii. Ich kann es echt einfach nur empfehlen. Wer das nicht gespielt hat, der hat echt was verpasst. Es ist ein schönes Spiel. Einfach nur schön. Ich kann auch hier empfehlen, das 100% zu durchspielen, alle 120 Coins zu fangen und das möchte ich nicht sehen, wo wir hier gerade sind. Uah. Ja, also, wie gesagt, kann ich einfach nur empfehlen, dieses Spiel. Ein schönes Spiel, das muss man so sagen. Auch wenn es manche Sachen noch in der damaligen Zeit nicht ganz so, einfach sind, so... also in der heutigen Zeit besser gesagt nicht ganz so einfach sind, wie beispielsweise die Sache mit der Kamera, die immer manchmal Probleme hat. Aber ansonsten ist es ein wirklich schönes Spiel. Ja, und ich würde noch sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses LP. Für mich ist es noch nicht beendet, aber für euch ist es jetzt beendet. Ich hoffe, ihr schaltet bei neuen Projekten wieder ein und dann sehen wir uns im nächsten Part bei neuen Projekten wieder. Und dieser Lag, dass der noch am Ende kommt, finde ich nicht so schön. Na naja, egal. Was soll's. Euch noch einen schönen Tag und bis zu neuen Projekten. Euer NickBoner25. Oh, wie schön. Noch ein schöner Kuchen. Vielen Dank. Ja, bei den Worten kann ich mich von Mario kann ich mich natürlich nur anschließen. Vielen Dank, dass ihr das LP geschaut habt.